Wow. Das Ding ist transparent. Gut. Aha. Gut. So. Nee, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt wieder nicht. Oh, Scheiße. So. Geht doch. Könnten Sie erklären, was in Paris geschehen ist? Gavin Banks führte ein Team von Assassinen in ihr Labor und zerstörte es. Das Labor sollte völlig abgekoppelt sein. Wie ist das möglich? Banks ist Partner von Sean Hastings und Rebecca Crane, die Abstergo schon früher infiltriert haben. Oh ja. Er ist außerdem nicht unser typischer Assassinenraufbold. Er folgt Informationen. Er hat sich Zugriff auf ihre Helix-Server verschafft. Nichts ist jetzt mehr abgekoppelt. Die Anlage diente dazu, den Waisen zu untersuchen, den wir in Montreal geborgen haben. Hätten Sie mich von der Existenz unterrichtet, hätte das Sigma-Team Ihre Interessen schützen können. Haben Sie Banks Team überfallen? Sorkin und ich haben sie bis nach La Rochelle verfolgt, wo ein Schiff wartete. Wir haben gekämpft, aber wir waren in der Unterzahl. Sorkin hat 7 Stiche von einem Assassinen abbekommen, den wir als Galina Voronina identifizierten. Und Sie ließen sie entkommen? Um es klar zu sagen, ich wurde ausgebildet, Assassinen zu jagen und zu töten. Sie haben mein Team aufgelöst und mich auf eine Odyssee rund um die Erde geschickt. Ich hatte davor gewarnt. Wissen Sie was? Ich kann Fehler zugeben. Sie haben die Erlaubnis zur Neubildung des Sigma-Teams. Ich brauche auch Da Costa. Unmöglich. Sie ist noch in Montreal. Inakzeptabel. Ich entschuldige mich für mein Versehen, Berg, aber das geht nicht. Tatsache ist, wir müssen neue Weise finden. Alvaro Grammatica sagt mir, dass LeMay vielversprechende Spuren in Montreal hat. Wann wird Da Costa fertig sein? Sie liegt vor dem Zeitplan für Sicherheitsupgrades und Firewalls, aber Helix ist ein Ziel für die Assassinen, Erudito und das Bewusstsein der ersten Zivilisation. Also, es gab Rückschläge. Ist das Gebäude geschützt? Security ist vor Ort. Ich will dahin. Oh, ich dachte, Sie wären sich zu schade für solche Allerweltsdinge. Ich will Da Costa zurück in meinem Team haben. Und wenn das Gebäude ein Ziel ist, muss ich auf sie aufpassen. Ich werde ihre Sicherheit verstärken. Auf meine Weise. Nun gut, ich bereite die notwendigen Dokumente vor. Wie Da Costa treten Sie als Berater von Abstergo Industries auf, um Sie einzuführen in ein paar neue Arbeitsmethoden. In der Zwischenzeit schicken Sie ein paar Zusatzkräfte nach Paris. Ich vermute, da lauern noch irgendwo Assassinen. Okay. Hier, das war dieser coole Tisch von Sean Hastings, wo der uns immer Sachen abgeholt hat. Der, soweit ich weiß, im 4. Teil gestorben ist. Na, gibt's aber auch keine Hinweise darauf. Schade. Gehen wir wieder zurück. Wir wollen ja immer noch was schaffen, ne? Ich dachte, das wäre ein Peugeot. Aufkleber. So, egal. Ach ja, wir haben hier noch Level 1 bekommen. Puh.
Puh, ey. So. Level 3, Level 2. Super. Was können wir hier machen? Nichts. Ach doch. Nee. Ah, da liegt ein Splinter Cell Blacklist noch unten. Und die Chronicles Shiner Reihe, glaube ich. Naja. Komm, beeilen wir uns ein bisschen. Ich kann sie hier nicht reinlassen. Sie sollten weitergehen. Ist okay. Der sieht irgendwie böse aus. Ah, guck mal, hier haben wir noch ein Tablet. Na? Gut, gut. Sonst sind so viele Leute auf Toilette. Gibt es doch gar nicht. Ich brauche noch mehr Okuli. Eine Seuche ist das. Bis drei. Ah, guck mal, hier können wir entlang. Ne, hier waren wir schon drinne. Hm. Haben wir sonst schon... Ja, wir sind jetzt einmal rund gelaufen. Hier waren wir ja schon. Das ist das Level gewesen. Gut, dann gehen wir wieder zu unserem Arbeitsplatz. Assassin's Creed Rising Phoenix. Okay, könnte das was heißen für das nächste Spiel? Wird da vielleicht irgendwas angegeben? Aber, warte mal. Wie hieß das letzte? Syndicate. Ja, wir sind ja gefallen. Stimmt. Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Okay. New York. Ah. Schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay, ich bin Cassidy und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrubber. Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Barry? Er hat recht. Was wollt ihr alle? Was ist da los? Erstmal
so hier rumgehen. Aber hier ist nichts. Zu suchen. Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber jetzt nehme ich es persönlich. Und kommt ja nicht wieder! In jungen Jahren hätte ich die allein erledigt, eigenhändig. Warum werdet ihr belästigt? Oh, das Übliche. Sie glauben, sie verdienen Geld, wenn sie uns friedlichen Bürgern nichts tun. Hört meine Worte. Diese Banden sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Hier, probiert mal. Von unserem Sohn. Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Vielen Dank. Ich sehe einen vollendeten Gentleman. Cass! Trug ich ein Buch bei mir? Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Jetzt entschuldigt mich. Die Pistolen fehlen. Das Manuskript auf dem Grund des Atlantiks. Ah, jetzt hat er wieder Waffen. Lauf! Du hast die falsche Seite gewählt! Was haben du und deinesgleichen gegen die Finnegans? Ich gar nichts. Mein Boss hat mich geschickt. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf. Ja. Das ist einfach zu finden. Bandenführer stecken sich, kann man Angriffe kontern, ja. Okay, ich würde sagen, ich laufe einmal rum. Gehe das Ganze. Nach oben mit dir, schneller. Okay, durchschneiden. Thank you.
Okay. Habe ich das Ding jetzt etwa befreit? Oder habe ich da jetzt nur so eine Art Ausguck genommen? Das wird bei Rauch helfen. Ganz ruhig, Master Cormac. Wir sind Freunde. Die Finnegans waren besorgt, ihr würdet selbst aktiv werden. Ich bin Colonel George Monroe. Colonel? Ich kam zu helfen, aber wie ich sehe, zu spät. Danke für eure Hilfe mit diesem üblen Gesindel. Eine Seuche in New York. Was schert es euch? Ihr Rotröcke seid doch nichts anderes als Gutsherren. Das Stadtvolk hier muss hart schuften, um einigermaßen zu überleben. Eure Meinung kann ich euch nicht übel nehmen. Einige meiner Standesgenossen waren wenig hilfreich. Aber ich folge einem anderen Plan. Und der dann wäre? Mich kümmern. Ich wünsche, dass die Kolonisten sicher und erfolgreich sind. Noble Worte. Vielleicht werden euch ja Taten überzeugen, Master Cormac. Hier, nehmt das Diebesgut. Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt einsetzen. Okay. Ich weiß, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen, Master Cormac. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitete für mich. Ihr ähnelt ihm. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilten einen Traum, er und ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Überleben allein reicht nicht. Voller Bauch, warme Kleidung. Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist. Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze nur. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Gut. Interagieren. Plan annehmen. Annehmen. Welch gutes Werk. Das Viertel wird dadurch gleich fest. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Gehabt euch wohl, Master Cormac. Okay. Also scheinbar... Der Colonel behandelt mich als ehrenwerten Mann. Jemanden, der das Gute will. Er mag recht haben. Nach allem, was geschehen ist, allem, was ich tat, Vergangenes ist nicht zu ändern. Aber vielleicht liegt hier meine Zukunft. Und vielleicht, nur vielleicht, kann ich diesmal das Richtige tun. Ich sollte zurück zu den Finnegans und sie beruhigen.